fernab von Recht und Gesetz. In Paris sind diese dunklen Seiten des Weltsports seit gut einem Jahr Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens, ausgelöst durch Recherchen der ARD-Doping-Redaktion. Hier bei der Zeitung Le Monde treffe ich meinen Kollegen Yann Boucher, dem die Ermittlungsakten vorliegen. Gemeinsam suchen wir darin nach neuen Hinweisen für die systematische Vertuschung von Doping, die mich schon seit Jahren beschäftigt. Unser Eindruck: Das Ausmaß der Dopingvertuschung ist viel größer als bisher bekannt. Wir haben jetzt Hinweise, genauer gesagt, die Justiz hat jetzt Hinweise darauf, dass es noch weitere Fälle russischer Athleten gab. Alle mit auffälligen Blutwerten. Das bedeutet klar, wir haben nicht nur den bislang bekannten Schobuchowa-Fall, sondern weitere Vertuschungen in russischen Fällen. Das Problem im Weltverband ist also größer. Der Fall Lilia Schobuchowa. Die gedopte Weltklasse-Marathonläuferin sprach 2014 in der ARD zum ersten Mal über Schutzgeldzahlungen. Der russische Leichtathletikverband trat an uns heran. Man sagte mir, dass ich Probleme bekommen könnte. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2012 sei gefährdet. Ich müsste zahlen, um diese Probleme zu lösen. Dann könnte ich an den Olympischen Spielen teilnehmen. Gemeinsam mit Jan finde ich Hinweise auf noch viel mehr solcher Fälle. Ganz präzise Informationen über Zahlungen, die alle mit diesen Zahlen übereinstimmen. All diese Zahlen, also Bestechungen. 600.000, 700.000, 550.000. Insgesamt 3.450.000, alles Bestechungen, um Doping zu vertuschen. Der Verdacht: Schutzgeldzahlungen. Von den Sportlern selbst oder für sie bezahlt. Frei nach dem Motto: Geld her oder Sperre. Die Summen auf der Tabelle sind alle verlinkt mit bekannten russischen Athleten. Topstars. Lilia Schobuchowa, nur eine von sechs auf der Liste. Julia Saripova, Welt- und Europameisterin über 3000 Meter Hindernis. Wladimir Kanaikin, Weltrekordhalter im Gehen. Valerie Borchin, Weltmeister im Gehen. Sergej Kirjapkin, mehrfacher Weltmeister. Olga Kaniskina, Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Auf unsere Anfrage reagieren nur Kaniskina und Borchin. Beide sagen, sie wüssten von nichts. Mittlerweile ist bekannt und belegt, sie alle waren gedopt. Aus einem internen E-Mail-Verkehr von 2011 geht hervor, dass die IAAF schon damals vom schweren Dopingverdacht gegen sie wusste. Im Anhang tauchen auf einer Liste von Sportlern mit abnormalen Blutwerten auch diese Namen auf. Trotzdem starten genau diese Sportler weiter. Wie bei den Olympischen Spielen von London 2012. Sergej Kirjapkin, Olympiasieger mit 32, alles richtig gemacht am Ende. Julia Zaripova, sie gewinnt das Ding hier. Gedopte Olympiasieger, gesperrt erst im Januar 2015. Obwohl die IAAF doch eigentlich schon vor den Spielen 2012 alarmiert war. Und nicht nur sie. Viele weitere E-Mails belegen, auch der russische Verband schaute lange weg. Obwohl er immer wieder über die auffälligen Blutwerte genau dieser Athleten informiert wurde. E-Mails adressiert an Herrn Balachnitschew. Valentin Balachnitschew, der damalige Präsident des russischen Leichtathletikverbandes. Welche Rolle hat er gespielt, frage ich mich. Zurück in Deutschland muss ich mich sortieren. Mir einen Überblick verschaffen über tausende Seiten Papier.
In den Ermittlungsakten finden sich diverse Hinweise auf Balachnitschews Verstrickungen in die Dopingvertuschungen. Ein System, das offenbar jahrelang funktionierte. Und von dem man gar nicht weiß, wie groß es wirklich war. Ich finde vereinzelte Hinweise auf mehr Sportler auch aus anderen Nationen. Konkret belegen lassen sich bisher aber nur die russischen Fälle. Als dann IAF-Mitarbeiter 2014 auf Dopingsperren genau dieser Sportler drängen, reagieren die Russen sofort. Nachricht aus dem russischen Verband an die IAAF. Zitat: Es gibt nur einen Weg, um einen riesigen Skandal zu diesen Regelverstößen zu verhindern, in die übrigens fast alle verantwortlichen IAAF-Personen verstrickt sind. Der einzige Weg, die ganze Situation weiter unterm Tisch halten, wie in all den Jahren. Und weiter? Wenn jetzt plötzlich Strafen ausgesprochen werden, Medaillen aberkannt werden, dann zerstört das beide, den russischen und den Weltverband. Der Verfasser der Nachricht, ein gewisser Valentin. Schon damals, 2014, bin ich der Dopingvertuschung auf der Spur. Treffe Valentin Balachnitschew, konfrontiere ihn. Mr. Balachnitschew. Herr Balachnitschew, Hajo Seppelt, deutsches Fernsehen. Ich würde Sie gerne etwas fragen über das Dopingproblem in Russland. Ich bin nicht involviert. Das ist Ihr Job. Lassen Sie mich da raus. Wann können wir darüber reden? Nie. Sie wollen nicht darüber reden? Ich will nicht reden. Ich bin nicht involviert. Sie haben Ihre Ansicht, ich meine. Und die ist, ich bin nicht involviert. Ich bin der Präsident und nie in irgendwas involviert. Ich weise Ihre Fragen darüber zurück. Sie sind also nicht ins Dopingproblem involviert? Ich bin nicht involviert. Ihre Fragen sind seltsam. Nicht involviert? 30. Juli 2014, wenige Tage vor meinem Treffen mit Balachnitschew. Eine E-Mail, versandt von Balachnitschews E-Mail-Adresse. Die Rede ist hier von einem jahrelangen Verschwörungspakt. Titel: Total Protection Project. Von einer zynischen und grausamen Erpressung. Von einem Deal mit der IAAF, weit außerhalb von Recht und Gesetz. Sollten die russischen Sportler gesperrt werden, droht der E-Mail-Schreiber auszupacken. Man habe genug Beweise für kriminelle Machenschaften innerhalb der IAAF. Der Ruf des IAAF-Präsidenten und aller Anti-Doping-Verantwortlichen in der IAAF sowie ihre Karrieren könnten ohne weiteres zerstört werden. Es gäbe aber auch einen anderen Weg, wenn alles vertraulich bliebe. Trotz der erdrückenden Faktenlage, Balachnitschew streitet seine Beteiligung weiter ab. Geht gegen seine lebenslange Sperre vor. Klagte schon vor einem Jahr gegen die ARD. Erfolglos. In den Akten taucht er oft in Zusammenhang mit diesem Mann auf. Lamin Diak, der mittlerweile suspendierte IAAF-Präsident. Angeklagt wegen Korruption und schwerer Geldwäsche. Es geht um einen Deal mit Valentin Balachnitschew. Der Vorwurf gegen den ehemaligen Weltverbandsboss, 1,5 Millionen Euro in bar aus Russland erhalten zu haben, übergeben durch den russischen Verbandspräsidenten. Das Geld soll Ende 2011 geflossen sein, genau zu der Zeit, als Sportler des russischen Verbandes unter dessen Präsident Balachnitschew Dopingsperren drohten. In einem Verhör der Staatsanwaltschaft wird der ehemalige IAAF-Präsident genau zu diesem Deal vor wenigen Wochen von Ermittlern befragt. Haben Sie damals mit Balachnitschew über Zahlungen von betroffenen russischen Athleten gesprochen? Es ging nie um Zahlungen russischer Athleten, zu keinem Moment. Ich würde weder einen Cent von einem Sportler verlangen, noch Geld von einem annehmen. Auch Valentin würde ich nie nach Geld fragen. Bräuchte ich Geld von den Russen, würde ich Putin fragen. Der Sohn des IAAF-Präsidenten Papa Masata Diak. Auch ihm werden dubiose Geschäfte vorgeworfen. Über seine Firma Pamozzi Consulting. In den Ermittlungsakten finde ich Unterlagen über Verbindungen zwischen Pamozzi Consulting und Offshore-Firmen. Eine Firma interessiert mich besonders. New Mills Investments auf der Karibikinsel St. Kitts and Nevis. Der eingetragene Name für diese Firma, Valentin Balachnitschew. Es geht um Verträge in Millionenhöhe.
Vater und Sohn Diak sollen auch an den Dopingvertuschungen kräftig mitverdient haben. Und wie das geschah, das hat der andere Sohn des ehemaligen IAF-Präsidenten ausgeplaudert, Khalil Diak. Vor einigen Monaten wurde der ARD ein Tondokument zugespielt. Diak ist der Person, der das Problem lösen kann. You know, before they say officially it's clean, we have to put something on the table. We put something on the table. These are cases where money has to be involved. It is cash. That's it. There is no paper to sign. You have to be able to motivate the people you talk to. A lawyer will agree with him and say. Immer wieder führen die Spuren zu einem nicht näher benannten Anwalt. Darüber möchte ich mit Jan reden. Yes, hi Jan. Hi Jan, wie geht's dir? Gut, danke. Und dir? Es gibt viel zu tun. Khalil Diak spricht von einem Anwalt. Das fand ich sehr interessant. Wer kann dieser Anwalt sein? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke da an Habib Sissé, den ehemaligen Anwalt der IAAF. Der hat ja auch in Moskau für Balachnitschew gearbeitet, den früheren Präsidenten des russischen Leichtathletikverbands. Ich habe so viele Dokumente hier. Und ich denke eigentlich auch, es muss Habib Sissé sein. Vieles deutet darauf hin, dass es Habib Sissé ist. Einer der Angeklagten in dem Prozess wegen Korruption. Paris. Hier hat Habib Sissé seine Anwaltskanzlei. Hier sind die meisten Akten sichergestellt worden. Monatelang haben seine Anwälte die Akten sperren lassen. Sissé streitet gegenüber den Ermittlern alles ab. Wir sind neugierig geworden. Vor wenigen Tagen gibt es ein Treffen mit Habib Sissé. Sissé streitet weiterhin alle Vorwürfe ab. Hat aber trotzdem viel zu sagen. Es war ein Millionengeschäft. Nur dank mir ist Papa Massata Diak überhaupt noch am Leben. Die Russen hätten ihn schon längst umgebracht und niemand hätte seine Leiche jemals gefunden. Die Abschrift des Gesprächs liegt mir in voller Länge vor. All das klingt nach mafiösen Geschäften. Wie das lief, zeigt der Fall Schobuchowa. Die Weltklasse-Marathonläuferin kann bei Olympia 2012 in London an den Start gehen, obwohl sich in ihrem Blutpass klare Anzeichen für Doping finden. Um bei Olympia starten zu dürfen, hat sie insgesamt 450.000 Euro Schutzgeld bezahlt. Jetzt aber wird klar, sie durfte nur unter bestimmten Bedingungen an den Olympischen Spielen teilnehmen. In den Unterlagen aus dem Ermittlungsverfahren findet sich ein Bericht über die Blutpässe der russischen Athleten. Darin heißt es, Schobuchowa darf an den Spielen nur unter der Bedingung teilnehmen, dass sie nicht in den Medaillenkampf eingreift. Und tatsächlich, Lilia Schobuchowa beendet das Rennen nicht. Alles ein Schauspiel auf Regieanweisung? Es sieht immer mehr danach aus. 2 Jahre später aber lässt sich ihr Fall nicht länger vertuschen. Lilia Schobuchowa wird doch noch gesperrt und fordert deshalb ihr Geld zurück. Und ihr Ehemann Igor bekommt tatsächlich Geld überwiesen. Woher, habe ich schon 2014 aufgezeigt. Aus Singapur. Von einer Briefkastenfirma, Black Tidings. Über Firmen wie diese werden gerne die wahren Absender verschleiert. Wer steckte in diesem Fall hinter der Zahlung? Die neuen Dokumente zeigen jetzt, dass 2 Tage vor der Überweisung an Igor Schobuchow die Briefkastenfirma Black Tidings fast die gleiche Summe erhalten hat. Überwiesen aus dem Senegal, von Pamozzi Consulting. Wir erinnern uns, die Firma von Papa Massata Diak, dem Sohn des damaligen IAF-Präsidenten. Aber die Erstattung war nicht vollständig. Umgerechnet 150.000 Euro kamen nicht zurück. Schon zum Zeitpunkt der Schutzgeldzahlung war den Schobuchows gesagt worden, wer genau diese Summe bekommen sollte. In einer staatsanwaltschaftlichen Befragung erklärt Igor Schobuchow:
Wir haben erfahren, dass die für den Anwalt gedacht sind. Für Habib. Habib Sissé. Der Anwalt, der alles abstreitet. Interessant aber, was SMS-Protokolle über seine mutmaßlichen Verstrickungen offenbaren. Vertraute Gespräche mit Papa Massata Diak. Der schreibt: Habib, sieh zu, dass du die 50.000 Euro aus dem Schubuchowa-Fall ab Montag zurückzahlst. Valentin drängt auf eine vollständige Rückzahlung, um die Strafe und die Unterschrift offiziell zu machen. Danke schon mal. Schick mir die genauen Modalitäten. Massata. Die Hälfte kann ich heute zurückzahlen. Für den Rest gib mir 15 Tage. Ich erkläre noch warum. Danke für dein Verständnis, Habib. Mein lieber Herr Anwalt, leider kann ich den Präsidenten nicht warten lassen. 15 Tage gehen nicht. 5 sind okay. Okay, ich sehe zwar die Verbindung zur Entscheidung des Präsidenten nicht, dennoch bis bald. Danke. Ist Habib Sissé doch nicht so unschuldig, wie er vorgibt, sondern Teil des Systems? Gegenüber der ARD bestreitet Sissé trotz der massiven Vorwürfe weiterhin alles. Die Pariser Justiz wird die Urteile zum größten Korruptionsskandal der internationalen Leichtathletik vermutlich erst in Jahren fällen. Gern hätte ich mit der heutigen Spitze des Weltverbandes über die neuen Erkenntnisse gesprochen. Ein Interview mit Präsident Sebastian Coe wird in dieser Woche erst zu, dann doch abgesagt. Auch Sven Arne Hansen, ein Vorstandsmitglied, sagt erst zu, sagt ab, dann doch wieder zu, sagt dann aber eigentlich gar nichts. Wir sind ja bereit, was zu sagen, aber erst, wenn das Gerichtsverfahren läuft. Bis dahin müssen wir annehmen, dass sie unschuldig sind oder sein könnten. Unschuldsvermutung. Nürnberg. Während sich der Weltverband auffallend zurückhaltend gibt, zeigt sich der deutsche Verband sehr interessiert an dem, was wir in den Ermittlungsunterlagen entdeckt haben. Allen voran der Präsident des Verbandes, Clemens Prokop, von Hause aus Jurist. Es ist ein Vorgang, der mich einfach sprachlos macht, weil das mit so einem korrupten System auf der Weltspitze gearbeitet wird, auf der Ebene derer, die ja eigentlich mit aller Kraft den Sport fördern und organisieren sollten, ist einfach unglaublich und es ist schlichtweg kriminell und insgesamt sind einfach die Folgen für die Glaubwürdigkeit der Organisation katastrophal. Die IAF steht an sich vor einem Scherbenhaufen und muss eigentlich wieder ganz von vorne anfangen. Glasgow in Schottland, vor wenigen Tagen. Stiftungsratssitzung der Welt-Anti-Doping-Agentur. Jener Organisation, deren Aufgabe es ist, den weltweiten Kampf gegen Doping anzuführen. Ich will wissen, was der Präsident Craig Reedy zu den Ergebnissen unserer Recherchen sagt. Craig, one question. Yes, sir. One question. Eine Frage. Ich habe hier ein Papier aus dem Jahr 2014, in dem steht, dass es viel mehr Dopingfälle gab, die von der IAAF vertuscht wurden. Haben Sie das gewusst? Do you know that? Jedes Mal, wenn ich mit Ihnen spreche, bekomme ich neue interessante Informationen. Also haben Sie das nicht gewusst? Nein, das wusste ich nicht. Welche Nationalität? Russen. Behalten Sie das. Wir sagen Ihnen dann, was wir glauben, was Sie am besten damit machen. Hat der Präsident tatsächlich nichts von den Fällen gewusst? Auch dazu gibt es ein sehr interessantes Dokument. Ein WADA-Schreiben aus dem Jahr 2014, übersetzt für die französische Staatsanwaltschaft. Man habe sich mit einer Delegation des russischen Sportministeriums getroffen. Am 19. September des Jahres. Man sei von der Delegation über Zahlungen russischer Athleten informiert worden, um Dopingsperren zu entgehen. Auch in Bezug auf die 5 genannten Sportler. Für die WADA bei diesem Treffen am Tisch Craig Reedy und der damalige WADA-Justiziar Olivier Nigli. WADA-Präsident Craig Reedy war also doch über die mutmaßlichen Vertuschungsfälle informiert. Einzige Reaktion damals, er reichte die Informationen an die Ethikkommission der IAAF weiter. Mehr tat er nicht. Eigene Ermittlungen hielten die Anti-Doping-Kämpfer offenbar nicht für nötig. Wenn die WADA
die entsprechenden Informationen besessen hat und nicht unmittelbar selbst die erforderlichen Aktivitäten entwickelt hat, kann man hier nur von einem Komplettversagen der WADA sprechen. Also wenn sich nun darstellt und beweisen lässt, dass die handelnden Personen hier regelwidrig gehandelt haben, dann denke ich, ist die einzige Konsequenz, die übrig bleibt, dass die entsprechenden Personen auch zurücktreten und ihre Ämter aufgeben. Die mit ihrem Clan über Jahre hinweg ein System der Erpressung und des Betrugs installiert hatten, Deals ausgehandelt, sich durch den Sport auf kriminelle Art und Weise bereichert haben.